Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Pro Cycling Manager. Na, habt ihr euren Kater schon ausgeschlafen? Herzlich willkommen zu Ey, Mancebo ist wieder dabei. Es hat sich nichts geändert, natürlich nicht. Francesco Mancebo steht am Start. Wieder mal freut es mich. Und wir fahren heute in Münster an Giro. Der im Übrigen von Emsdetten nach Münster geht. Hat gar nichts mehr mit Bochum zu tun. Ich bin der Meinung, der wurde immer in Bochum ausgetragen. Hier ist Stefan Schumacher. Auch einer unserer WM-Helden. Und ich muss euch leider enttäuschen. Gerald Ciolek fährt in Weiß. Gerald Ciolek ist in Weiß unterwegs, was natürlich den Hintergrund trägt, dass er nach wie vor der Erste im European Continental Gedöns Ranking ist. Also er ist nach wie vor der Beste in der Zweitliga-Rangliste. Und deshalb hat er ein weißes Trikot an. Wir sehen ihn also leider nicht im Weltmeistertrikot. Das dann erst zum Start der nächsten Saison. Also in 6 Folgen, wenn ich mich nicht verrechne. Oder in 7, je nachdem. Vielleicht mache ich noch eine Folge. Man muss ja jetzt noch ganz viele Monate simulieren, bis es dann soweit ist. Wir haben 4 Ausreißer an der Spitze. Und schaut mal, wie viele Menschen hier am Rand stehen. Nein, ich habe die Zuschauerzahlen nicht extra hochgeschraubt. Die sind alle nur da, weil sie Gerald Ciolek sehen wollen. Den frisch gebackenen Weltmeister auf der Straße. Und ich habe die Folge natürlich, das ist eine Aufnahmesession. Also ich habe jetzt nicht mitbekommen, was ihr getan habt. Aber ich bin sehr gespannt, wie viele mitmachen werden bei dieser Aktion. Wahnsinn. Und jetzt noch was Ernsteres. Das möchte ich auch wirklich loswerden. Jan Dieterin, wo ich ihn hier gerade sehe. Das habe ich mir gerade schon während dem Ladebildschirm überlegt. Ich weiß nicht, ob Jan Dieterin eigentlich einen Vertrag hatte. Ich glaube ja, sonst hätten wir uns den vielleicht auch holen können. Das wollte ich jetzt gerade mal, und das ist jetzt auch wirklich ernster gemeint, muss ich gerade mal loswerden. Wie einige von euch wissen, weil ich es hier schon mal im Let's Play erzählt habe, habe ich Jan Dieterin persönlich kennengelernt. Bin als Schüler in der U15-Klasse und in der U17-Klasse einige Rennen mit ihm gefahren auf hessischer Ebene. War mit ihm auch beim hier beim Dingens, wie hieß es, beim Training für die deutsche Meisterschaft im Mannschaftszeitfahren, war ich mit dabei für die hessische Auswahl und habe ihn deshalb ein bisschen kennengelernt. Wir waren nie die dicksten Freunde, aber man kannte sich eben. Und Jan Dieterin ist vor noch nicht allzu langer Zeit an Hodenkrebs erkrankt. Und darum möchte ich hier an der Stelle einfach mal die Chance nutzen. Ich habe jetzt nicht die größte Öffentlichkeit oder so, aber es ist mir auch egal. Auf jeden Fall in aller Öffentlichkeit einmal zu sagen, gute Besserung Jan. Komm wieder auf die Beine und schau, dass du den Krebs genauso besiegst wie die vielen Radfahrer, die du bereits schon hinter dir gelassen hast in deiner Nachwuchs- und Amateurkarriere. Und das ist auch wirklich ernst gemeint. Jan Dieterin, alles Gute und gute Besserung. Ja, soll auch schon alles sein dazu, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Aber ich bin mir sicher, er schafft das. Ich bin mir sicher, wir werden ihn auch bald wieder sehen. Auf dem Rad. Denn ein Kämpfer wie er, der lässt sich dann nicht so schnell unterkriegen. Nicht von so einer blöden Krankheit. Goodie! Sorry, jetzt habe ich die Stimmung ganz schön gedämpft nach dem Weltmeistertitel, ne? Ja, ey, wer hätte das gedacht ohne Spaß? Ich meine, okay, Gerald wurde Zweiter bei Mailand Sanremo. Ich meine, okay, er hat eine Etappe bei Paris-Nizza gewonnen. Ja, alles schön und gut. Aber das waren alles viel leichtere Rennen. Vielleicht ist er gar kein Sprinter. Vielleicht ist er in Wahrheit Hügelfahrer. Vielleicht haben wir das Training die ganze Zeit falsch gesetzt. Oh Mann. Vielleicht sollten wir ihn als Kapitän für die Tour de France mitnehmen. Ich meine, es läuft doch. Warum nicht? Wahnsinn, ey. Ciolek mit einer unglaublichen Leistung. Einfach Weltmeister geworden. Und eigentlich muss ich sagen, wenn ich jetzt dran denke, wir sind ja noch so ein bisschen überlegen, also ihr Zuschauer und ich, ob wir nächstes Jahr nur die Tour de France fahren und dann wirklich sagen Ende, finito, so wie es ja eigentlich geplant war, oder ob wir die nächste Saison dann noch zu Ende fahren.
Und ich muss sagen, die WM möchte ich eigentlich gar nicht mehr fahren, weil wir haben die jetzt gewonnen. Was sollen wir denn mehr schaffen? Wir könnten höchstens mal aus Spaß die andere Nationalmannschaft annehmen, die uns angeboten wird. Das ist wahrscheinlich dann Südafrika. Sollen wir das dann machen? Falls wir überhaupt weiterfahren. Vielleicht machen wir ja wirklich nach der Tour de France dann den Cut. Was sich ja auch viele gewünscht haben. Ja, mal gucken, würde ich sagen. Mal gucken. Alter Schwede, ey, das hat mich gerade echt überrascht, dass Čiolek das schafft. Hätte ich niemals, niemals, never, ever gedacht. Klar, wir spielen nicht auf schwer, wir spielen in Anführungsstrichen nur auf normal. Das wird natürlich auch geholfen haben, schätze ich mal. Aber dass er den Weltmeistertitel schafft, das hätte ich niemals gedacht. Und Francisco Mancebo habe ich im Januar dieses Jahr, 2016, bei der Dubai-Rundfahrt öfters gesehen. Die Dubai-Rundfahrt ist so ein Zweitligarennen, bei dem aber viele, viele Profiteams mit am Start stehen. Und dort hat er oft angegriffen, war bis zum Schluss vorne zu sehen. Natürlich für seinen Sponsor Skydive Dubai sehr, sehr wichtig, sich da zu präsentieren. Und Paco Mancebo hat da die Fahnen bzw. das Trikot hochgehalten der Mannschaft. Sehr, sehr schön zu sehen, dass er noch aktiv ist. Sehr, sehr schön zu sehen, wie er immer noch kämpft. Auch wenn es natürlich ausweglos war. Auch wenn die Sprinter die Etappen für sich entschieden haben. Und Mancebo da nicht wirklich was mitzureden hat. Auch wenn er bei weitem nicht mehr in der Form ist, die er einst hatte, als er mit Alejandro Valverde in Bestform und mit Lance Armstrong die Berge erklommen und wirklich eine sehr, sehr gute Zeit hat. Ich erinnere mich dran, nachdem Armstrong seine Karriere beendet hat, war er 2006 für die Mannschaft Agile Désert, die es tatsächlich 10 Jahre später immer noch gibt, ist er als Teamkapitän an den Start gegangen und war einer der Favoriten, wenn es darum ging, die Tour de France zu gewinnen oder zumindest mal eine sehr, sehr gute Platzierung dort abzuliefern. Also Mancebo mit Sicherheit ein sehr, sehr starker Bergfahrer gewesen in der Vergangenheit. Jetzt mittlerweile natürlich sehr in die Jahre gekommen, brauchen wir nicht drüber reden. Und man sieht ja, jetzt hat er noch 73 am Berg zu seinen Glanzzeiten. Hatte er wohl 10 Punkte mehr, kann man so einfach mal sagen. Ich glaube schon, zu 83 hätte man ihm schon mal geben können. Also er war wirklich ein richtig guter Bergfahrer, viel, viel besser als Valverde zum Teil. Tja. Also, Francisco Mancebo, schade. Aber klar, da merkt man halt auch das Alter. Man muss auch sagen, dass er wahrscheinlich ebenso eine Doping-Vergangenheit hatte wie so viele im Radsport. Und vielleicht ist es auch dementsprechend ein gutes Zeichen, dass man ihn eben nicht mehr mit solchen herausragenden Leistungen sieht. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass er zwar der Letzte ist von den Ausreißergruppen, der eingeholt wird bei der Dubai-Rundfahrt, aber dass er eben 8 Kilometer vor dem Ziel auch wirklich eingeholt wird und dass es das dann eben für ihn war und dass er dann keine Chance mehr hat, vorne anzukommen im Rennen. Wer weiß. Ich möchte nicht sagen, dass Mancebo mittlerweile sauber ist. Wissen kann man es nie. Jeder, der das Buch von Tyler Hamilton damals gelesen hat, nämlich mit dem Titel Die Radsportmafia, wird wissen, was ich meine, aber Mancebo könnte mittlerweile durchaus auf einem guten Weg sein, was natürlich auch dem Alter geschuldet ist. Ganz klar. Gut. Aber genug Gerede. Heute ist der Münster Giro und wir haben noch die letzten 36 Kilometer vor uns. Das Rennen ist komplett flach, wie ihr seht. Und wir haben jetzt ja noch immer 4 Fahrer an der Spitze. Habe ich die schon vorgestellt. Das sind natürlich zum einen Grijalba von Carajal. Dann haben wir Arusti aus der País Vasco Mannschaft. Dann haben wir Barbosa aus der, boah, wie heißen die? Ah ja, hier. LA Aluminios Mannschaft aus Portugal. Und Pilon von dieser Dingens Mannschaft hier. Roubaix Lille Metropole. Ich glaube, das sind die. Ich glaube, das sind die mit der Lille Metropole. Naja. Guti. Die haben wir also vorne. Nicht mehr viel Vorsprung haben sie, 1 Minute, das ist alles einholbar. Und ich bin gerade am überlegen, sollen wir mit, ja, wir müssen eigentlich auf Čiolek setzen, ne? Ich meine, Martin Reimer hat heute zwar ein Saisonziel, aber drauf gekackt.
Ey, Tulek ist Weltmeister geworden. Dreimal kann ich mir einen Sprint anfahren. Das ist Ehre genug eigentlich. Wir werden auf jeden Fall heute mal wieder versuchen, einen Sprintzug aufzuziehen. Greift jemand an? Simon Yates? Nein, kein Angriff. Wer fährt noch mit von den Sprintern? Ich bin jetzt auf überhaupt nichts eingegangen, habe ihnen so ein bisschen erzählt. Kenny van Hummel haben wir wieder bei Michael Matthews. Oh ja, Van Asbroek, Romain Feuillu fährt mit. Enger, den man natürlich auch nicht unterschätzen darf. Alles klar. Also kein schlechtes Feld, um Gottes Willen. So, wir machen das folgende. Reimer folgt Tewelde. Tewelde folgt Gerdemann. Gerdemann folgt Van Zyl. Van Zyl folgt Thompson. Und Thompson fährt mal los. So, wir versuchen es wieder. Ja, ich bin unverbesserlich. Wir versuchen es wieder mit einem Sprintzug. Mit Sicherheit haben wir nicht die besten Leute für solche Aktionen. Mit Sicherheit haben wir nicht das beste Team, um sowas aufzuziehen. Aber ich versuche es einfach mal wieder. So, Thompson ist schon mal vorne. Wo bleibt Van Zyl? Ja, muss jetzt da an Dieterin vorbei. Sehr gut. Und jetzt Thompson. Ja, das sieht doch nach einem Zug aus. Jawohl. Und Thompson gibt mal Gas. Wird er nicht lang durchhalten? Van Zyl kann jetzt Gas geben. Ja, komm, das kannst du ja gleich vergessen. Gerdemann, nimm schon mal dein Gel. Van Zyl, wo ist er? Hier. Gerdemann wird gleich vorstoßen müssen. Mach das jetzt am besten schon mal. So, Van Zyl und Thompson. Ja, ich sag mal. Ja, Thompson hat auf jeden Fall gute Arbeit gemacht. Van Zyl war leider schon fertig, als er gebraucht wurde. Das war nicht so optimal. Gerdemann, noch 11 Kilometer bis ins Ziel. Jannie Thewelde hat leichte Probleme, ihm da zu folgen. Gerdemann, jetzt zeig mal, dass du gut im Zeitfahren bist. Zeig mal, dass du gut in der Ebene bist. Hier die Mannschaft Androni Giglattoni. Will wohl, Willi will wohl. Der junge deutsche Sprinter, das junge deutsche Talent. Auch mit vorne. Und jetzt sind alle Ausreißer eingeholt. 8 Kilometer sind es noch. Und wer ist das hier? Bortazzo schiebt sich da in den Sprintzug. Versucht ein bisschen Unordnung reinzubringen. Und natürlich seiner Mannschaft einen besseren Vorteil zu gewähren. Gerdemann ist Erster. Aber wir müssen gleich den Wechsel machen. Wir müssen gleich den Wechsel machen. Und da muss Tewelde nach vorne. Und ich hoffe, er kann das Tempo ähnlich hochhalten, wie Gerdemann das tat. Tewelde, jetzt nach vorne. Fahr vorbei. Fahr vorbei, Mann. Fahr da vorbei. Oh, Mann! Tewelde, fahr dem hinterher. Und jetzt Tempo. Tempo, Tempo, Tempo. Wir brauchen Tempo. Gleich kann Reimer einen Sprinter öffnen. Gleich kann Martin Reimer einen Sprinter öffnen. Aber jetzt noch nicht. Tewelde ist jetzt platt. Reimer öffnet den Sprint. Reimer öffnet den Sprint. Martin Reimer dahinter, Gerald Ciolek. Das könnte was geben. Reimer, wir müssen jetzt ganz genau gucken. Und Ciolek, komm, öffne den Sprint. Reimer, Ciolek, will wohl, war da der Einzige, der sich drangehängt hat und der Einzige, der jetzt noch wirklich was zu melden hat. Ja, ich denke, das ist kein großes Ding. Ciolek geht jetzt die Kraft aus, aber es sollte reichen, um vor Michael Matthews zu bleiben. Jawohl, reicht es. Gerald Ciolek, der Weltmeister, gewinnt den Münster-Giro vor Michael Matthews und Dupont. Und Martin Reimer kommt noch unter die ersten 10 und auch Jan Dieterin. Jawohl. Dieterin wird Fünfter. Glückwunsch. Ne, Vierter sogar. Oh, krass. Und Martin Reimer ist auf Rang 6 gelandet. Jetzt schauen wir uns die Siegerehrung an. Und dann müssen wir mal gucken, wie viele Siege Gerald Ciolek eigentlich in diesem Jahr schon geholt hat. Das ist ja, also, wow. Einfach nur wow, was er dieses Jahr. Wir haben einige liegen lassen. Ganz klar, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das war wieder ein ganz großer. Gerald Ciolek, der Weltmeister, auch wenn er wieder das Trikot nicht anhat, gewinnt vor Michael Matthews. Dupont, Dieterin, Willwohl, Reimer, Belletti, Galopin, Simon Yates und Michael Albasini. Ich hoffe, jetzt kommt keine Teamwertung. Doch, die kommt natürlich. So ein Quatsch. Bei einem Eintagesrennen Teamwertung ist Quatsch. Ciolek gewinnt sein nächstes Rennen. Wahnsinn. Fährt eine übertrieben gute Saison. Anders kann man es nicht sagen. Preisgeld für Münster in Giro, geil. Wie viel haben wir gewonnen? 2750, nicht schlecht. Podgita hat eine Erkältung. Gute Besserung an der Stelle. Spam.
Spam und Mikano. Ja, was ist jetzt mit den beiden? Alter, so wenig Kohle. Das könnt ihr niemals ernst meinen, Mann. Wir sind die Mannschaft mit dem Weltmeister. Klingt jetzt blöd, aber im Prinzip ist es so. So, Fahrer nach Siegen sortiert. Oh, Čiulek. Ja, nicht so viele wie Froome und Kittel, aber 13 Siege. Das ist nicht übel. Damit ist er Dritter in der Weltrangliste zusammen mit Mark Cavendish und Peter Sagan. Maxime Bouet, auch 12 Siege geholt. Manuel Cardoso, was? Was? Der fährt für ein Drittligateam. Was hat er denn geholt? Eine Etappe der Algarve-Rundfahrt. Dann hat er die Vuelta a León gewonnen. Drei Etappen gewonnen. Dann hat er die Costa Azul gewonnen. Dort hat er, wow, vier Etappen gewonnen. Tour de Ardennes, eine Etappe. Und das war's auch schon. Ja, gut. War jetzt keine hochkarätigen Siege, aber es waren eben 10 Stück. Andersen auch 9 Siege in dieser Saison geschafft. Tour of Denmark hat er eine Etappe gewonnen. Viele, viele kleine Rennen vor allen Dingen. War also bestimmt. Oh fuck, hat der gute Werte. Wo fährt er nächstes Jahr? Wieder hin, weiter bei Christina Watches. Dann läuft sein Vertrag aus. Boah, der ist stark. Das ist ein richtig guter Sprinter. 22 Jahre erst alt gewesen. Krass, krass, krass. So, ich gucke gerade mal, ob wir vielleicht hier noch einen unserer Neuzugänge sehen. Luis Meintjes hat auch schon 4 Siege immerhin. Da. Sutton, Colbrelli, Contador, Kudus, Andreato. Hey, 3 Siege. 3 Siege hat er geholt. Einmal Etappe bei Circuit delle Lane, Settimana, Ciclista Internazionale und Supervolta Portugal. Dort hat er auch eine Etappe gewonnen. Also immerhin 3 Saisonsiege. Ja, es ist schwer. Es gibt dann doch gar nicht mal so viele Rennen, dass wirklich jeder was vom Kuchen abhaben kann. Sparkly, der ja auch an sich kein schlechter Fahrer ist. 2 Siege nur, in Anführungsstrichen. Dann haben wir Moreno Moser, hat auch 2 Rennen gewonnen. Grand Prix Primavera konnte er für sich entscheiden. Und den Coppa Agostini. Ansonsten noch einige gute Platzierungen. Aber eben in Anführungsstrichen nur 2 Siege in diesem Jahr. Und guckt euch Pozzo Vivo an, auch er. Nur 2 Erfolge. Domenico Pozzo Vivo, eine Etappe bei der Tour du Sud. Und noch, nee, ach so, eine Etappe und die Gesamtwertung bei der Tour du Sud. Das war's. Krass. Siebter wurde er beim Giro dieses Jahr. Das ist durchaus akzeptabel. Weiß ja auch nicht, wer da mitgefahren ist. Napolitano hat auch 2 Siege. Also rein von den Siegen her haben wir uns für den besseren Sprinter entschieden. Blythe habe ich jetzt hier gar nicht. Ach so, der Blythe hat ja keinen Vertrag. Paul Martens. Ein Rennen hat er dieses Jahr gewonnen. Das war eine Etappe der Algarve-Rundfahrt. Und dann wurde er beinahe Weltmeister. Tut mir fast schon leid für ihn. Er hätte die Chance gehabt. Oh, Hondo hat ein Rennen gewonnen. Was zur Hölle? Katar-Rundfahrt, eine Etappe. Krass. Glückwunsch. Boah, der hat nicht mehr, 70 im Sprint. Boah, krass. Wird seine Karriere wahrscheinlich auch beenden. Jawohl. Danilo Hondo beendet seine Karriere. Wiggins hat auch ein Rennen gewonnen. Was war das? Ein Unfall. 24. bei der Tour de France ist er noch gewonnen. Ah ja, auch ein Rennen der Algarve-Rundfahrt. Also da darf jeder ran, scheinbar. Sanchez, auch er mit einem Sieg. Grand Prix de Murcia, alles klar. Und finden wir hier noch jemanden? Vielleicht Duarte. Vielleicht auch unseren schwedischen Freund, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Peinlich eigentlich. Stauf, natürlich auch mit einem Sieg. Jay Thompson, wir erinnern uns an seinen Sieg bei der Bayern-Rundfahrt. Damiano Cunego hat auch nur einen Sieg gemacht in diesem Jahr. Bei der Schweiz, oh, bei der Tour de Suisse. Achter ist er beim Giro geworden. Not bad, not bad. Wir werden natürlich am Ende der Saison, wenn es geht. Geht das eigentlich? Hier gab es da irgendwo Rekorde oder sowas, ne? Archiv. Ich glaube, hier können wir sowas nachgucken, ne? Ja, hier Tour de France und sowas. Da können wir nochmal alle Ergebnisse nachgucken, zumindest die wichtigsten. Und das werden wir auch tun. Genau. Naja, gut. Alles klar. Aber das dann erst später. Jetzt würde ich sagen, war es das für den Moment. Wir verabschieden uns, ich verabschiede mich, bedanke mich abermals fürs Zuschauen hier beim Münsterland Giro.
Und Gerald Jurek hat wieder mal nicht enttäuscht. Und ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und freue mich schon so ein bisschen darauf zu sehen, ob jemand von euch mitgemacht hat. Ob da wirklich jemand mitgemacht hat und Gerald Jurek irgendwas auf die Pinnwand geschrieben hat in Facebook. Ah, da bin ich gespannt drauf. Da freue ich mich schon. Weltmeister Gerald Jurek. Wow. Oh, was ein Palmarès in diesem Jahr. Also schlecht war es wirklich nicht. Dafür, dass wir nicht viele große Rennen mitgefahren sind, schlecht war es wirklich nicht. Ich weiß, wir haben einiges verdattelt. Mailand Sanremo hätten wir vielleicht gewinnen können, aber da war Sagan stärker. Und umso mehr Genugtuung, dass wir bei der Weltmeisterschaft Peter Sagan geschlagen haben, auf einem Terrain, das ihm eigentlich hätte besser liegen müssen. Vielleicht auch die Attacke von ihm ziemlich hirnlos dann im Endeffekt, weil er nicht weggekommen ist. Dann bei Insta Classics Hamburg, klar, da kann ich nichts sagen, da war ich dran schuld. Viel zu spät losgesprintet, da wäre mehr drin gewesen. Der Sieg jetzt nicht unbedingt, aber Platz 2 auf jeden Fall. Vielleicht auch der Sieg und bei der Deutschen Meisterschaft, da könnt ihr mir nichts sagen, da war ich nicht schuld. Da war einfach ein übertrieben starker Marcel Kittel am Werk. Und da hatten wir keine Chance, da hatten wir keinen Stich. Nun gut. Der Weltmeister Gerald Schirleck und ich, Frittenfriseur LP, LPs, denn das S entscheidet mich von der Masse. Es gab ja wirklich Leute, die das ernst gemeint haben, ne? Die haben wirklich gedacht, ich meine das so. Das ist Quatsch. Warum muss man eigentlich am 6. Januar sagen, dass die Ziele bestätigt sind, wenn ich sie jetzt noch ändern könnte? Was ist das für ein Quatsch? Na gut. Ja gut, dann würde ich sagen, was kommt denn jetzt noch? Tour de Vendée, Trofeo Sabatini fahren wir nicht. Emilia fahren wir. Also wie gesagt, jetzt noch 5 Renntage. Vendée, Emilia, Paris-Tour, Crono de Nation und Japan Cup. Mal gucken, vielleicht können wir bei Paris-Tour noch etwas reißen. Dort sollen wir Fünfter werden. Das ist das letzte Sponsorenziel in diesem Jahr. Und beim Crono de Nation können wir vielleicht nochmal mit Cannavaro um den Sieg mitfahren. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich bedanke mich nochmal herzlich fürs Zuschauen. Danke für ein Kalenderjahr Treue. Wirklich einige von euch sind hier immer noch am Zugucken, obwohl es ja echt nicht die großen Rennen waren, obwohl viele Etappen bestimmt langweilig wie Sau waren, obwohl auch viele Folgen einfach langweilig waren. Ich hoffe, diese WM hat euch dafür ein bisschen entschädigt. Am Anfang ging es hier los mit Mailand Sanremo, mit Paris-Nizza und so weiter. Aber dann ist es doch ein bisschen abgeflacht, auch dadurch, dass wir bei der Tour nicht mitfahren durften und so. Bei der Vuelta ebenfalls nicht. Da war dann doch irgendwie, also für mich persönlich, war es zumindest ein großes Loch dann irgendwie. Weiß nicht, ob es euch das auch so ging. Aber nächste Saison sind wir ein Erstligateam. Ich denke mal, das kann man so einfach mal schon sagen, oder? Wo sind wir denn? Wir müssen auf Super Prestige klicken. Wir sind Erster, 4100 Punkte und die haben 2200, fast 2300. Also über 3000 Punkte Abstand, weit über 3000 Punkte Abstand. Und von daher sage ich jetzt einfach mal, wie es ist. Wir werden nächstes Jahr in der ersten Liga fahren. Wir haben auch mehr Punkte gesammelt als so mancher Erstligist. Wir haben mehr Punkte gesammelt als Belkin bisher, als Lotto, als Orica, als FDJ und als Europcar. Und wer uns noch folgen wird in die erste Liga, das wissen wir noch nicht genau. Entweder es wird die Mannschaft IAM um Sylvain Chavanel und Pelucci, den wir. Pelucci, sorry, jemand hat mir gesagt, es heißt Pelucci. Danke an diesen jemand. Pelucci heißt es natürlich, macht Sinn. Und oder die Mannschaft NetApp Endura, die deutsche Mannschaft mit Leopold König, mit Sam Bennett. Ja. Oder eben auch Cofidis. Auch die haben noch Chancen. 2100 Punkte haben sie. Die könnten auch noch aufsteigen mit Coppel, mit Taramé, mit Navarro und Petit. Aber es kommen keine Bergrennen mehr. Also wird es für die wahrscheinlich sehr, sehr knapp werden. Fast 4000 Punkte müssten sie aufholen auf IAM. Und Bretagne, Androni. Ich denke mal, von den Mannschaften kann man sich leider Gottes verabschieden. Die werden dann nicht mitfahren. Wo ist denn eigentlich? Ihr wisst doch eh, was jetzt kommt. Poor Cycling Manager has crashed. We are sorry. The game had a problem and crashed. Wow!
You can add a comment below. Okay. Dann mache ich das mal. Also. Ah ne, wir müssen wahrscheinlich Englisch schreiben. I just wanted to look if Paco Mancebo is in the top 100 of the riders in the World Classement. But the game won't let me do. That's pretty sad, I think. By the way, I won the world title with Gerald Čiulek. And this, and I will upload it on YouTube so everybody can see it and tell Geralt what a nice, nee, what a damn fucking cool dog he is. Drei Ausrufezeichen. Ja, fertig. So, das senden wir mal so ab. Dann kann Kyanide Studio sich dieses, ja, diesen Bug-Report angucken und dementsprechend darauf reagieren. Vielleicht wird uns dann der Weltmeistertitel aberkannt. Oder irgendwie sowas. Na gut. Okay, das Spiel hatte einen Crash. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Es speichert ja nach jedem Tag automatisch. Von daher ist da nichts verloren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Danke, danke nochmal für das ganze Zugegucke. Über 200 sind es nicht, aber über 100 Folgen soll es. Das Ding wurde abgeschickt. Dann können sich die Entwickler drum kümmern, dass ich das nächste Mal gucken kann, wie viel der Mancebo in der Weltrangliste ist. So ist richtig. So muss das sein. So. Und ich mache jetzt die Aufnahme aus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis dann.